Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde hier jetzt bei 7DSOD. Wir werden mal erstmal unseren Garten wieder erreichen wollen. Das heißt, wir werden mal hier Leiter aufbauen. Damit wir hier hochkommen. Und mal gleich mal ein bisschen ernten, ne? Nebenbei werde ich ein bisschen auf überall, ne? Also auf Stahlbeton, hier oben mal nicht, aber ansonsten fast überall. Hier werden wir jetzt ein bisschen Kaffee ernten. Kürbis, ja genau, Kürbis. Unseren Tee. Das ist Maispflanze, also wenn Samen steht, ist es nicht zu ernten, ne? Natürlich schauen wir ganz gerne in die Umgebung, ob sie irgendwelche Kreaturen sieht man eher, ne? Wir wollen natürlich nichts Gutes. Mittlerweile haben wir so viel Mais, dass wir im Prinzip alle hier versorgen können. Mit Maisbrot. Aber. Achso, ich wollte mit euch mal ganz kurz zwei Punkte vergeben. Und zwar, ich habe hier zwei Punkte erworben über Nacht beim Bauen. Und zwar geht es um. Ja, ja. Im Prinzip wusste ich das vorher noch. Chefkoch nicht, Packesel auch nicht. Und zwar geht es um die Stahlherstellung eigentlich. Ingenieur. Und das, die Richtung wollte ich gehen. Und nach möglich Erfinder brauchst du eigentlich. Ja, da fehlt noch was. Intelligenz Level 8. Dann brauche ich 2. Ich habe nur einen. Dann muss ich dann ein bisschen warten. Tja, ja, Mais. Ernten, ne, haben wir bei. Da werden wir gleich mal. Maisbrot herstellen. So, dann können wir noch weiter hier anbauen. Hier. Und kurz reparieren. Ja, nicht Sonnenstütz die Sache. Ja, oder innen drinne, ja, innen drinne besser. Ups, war ein zu viel. Dann geht es nämlich darum, ich habe noch 2, müsste an die reichen. Wenn die Zombies kommen, können wir immer noch hier nach oben flüchten zur Not, ne? So, der mal kurz aufladen und wieder aufstellen. Das habe ich lange überlegt, wie man das aufladen kann, bis ich auf die Idee kam, ja, mach's mal mit R. Und seitdem geht es. Ich habe es irgendwie nicht dran gedacht. Wenn das Ding leer war, hat sich ja automatisch mit der linken Maustaste. Hier kann man ja springen. Und hier habe ich mich auch entschieden, mit der Leiter zu machen, weil die kann ich ja notfalls oder die wird zerstört, weil man die Zombies hier rumradieren, ne? Also gut. Hier habe ich im Prinzip überall jetzt Beton vorgemacht. Und hier auch nochmal abgesichert.
Das ist ein Bereich, wo ich dann stehen werde, wenn sie dann kommen, von hier unten. Und also hier kann man rausgehen. Auch runter und notfalls auch raus. Notfalls, ne? Ansonsten gehen wir da nicht raus normalerweise. Gut, da mein Material fehlt. Beziehungsweise die Tür. Gut, dann gehen wir mal jetzt hier rein. Gehen wir hinten rum. Da ist überall eine Tür eingebaut und überall Beton. Außen ein Stahlbeton. Und in dieser Bereich ist der abgesicherte Bereich. Also hier kann ich prinzipiell auf die Jungs schießen und die Torrets werden mir da helfen. Hier müssen wir was überlegen, denn hier ist noch nicht sicher. Weil da kriegt nichts zu. Wahrscheinlich wird eine Tür bauen. Eine Tür geht man über Fertigung. Ja, mal gucken. Rohstoffe, Gebäude, eine Eisentür. Dauert rund. Dauert ein bisschen, ne? Ansonsten habe ich überall nicht aufgewertet. Na, hier nicht, aber da muss ich noch ein paar Dinge aufbauen. Die werden gerade gebaut, ne? Und dann muss ich mal schauen, ob wir jetzt innen drinne da ja, ein paar Fallen aufstellen. Hier wir noch Beton draufbringen nochmal. Kein Beton. Habe ich Stahl drin, ne? Das wäre nicht gut. So, dann guck mal hier ganz kurz. Hier wird noch Eisen eingeschmolzen. Nägel. Ganz kurz testen. Wenn wir Nägel herstellen, wa? Haben wir Nägel schießen? Mal gucken, mal testen, was stimmt. Fertige. Los geht der Fix. Oh, ha! Das ist ja wie eine Waffe. Ansonsten kann man mit aufrüsten, ne? Kein Beton. Gut. Das ja. Ich muss Stahl rausnehmen. Uns wird nicht dazu früh mit Beton und Stahl auf. Und Stahl ist mir eigentlich noch zu teuer. Pflanzen. Apropos Pflanzen. Hier müssen wir ganz kurz aussortieren. Und zwar Pflanzen. Kommen wir alle hier rein. Meine Vorratsbox. Maiskolben. Heilpflanzen, ne? Man kann ja mittlerweile auch schon mal herstellen, so das brauche ich noch. Kürbis, Kaffee, Eisen, Benzin, das brauche ich, brauche ich. Tür brauchen wir ein. Mal sehen, ob das funktioniert. Ob wir hier in dem Bereich die Tür eingebaut kriegen. Was wir hier zukriegen. Mal kurz. Irgendwas stört jetzt hier. Ich soll hier rein, aber es wird nicht funktionieren, weil da die Gitter sind. Müsste ich die Gitter entsprechend entfernen und die Gitter von außen bauen. Schlecht. Mach ich mal ganz kurz auf Erdbohrer. Umstellen.
Dann bauen wir hier noch ein Gitter an oder eine Tür. Ein Gitter von außen anbauen. Mit zwei Dingern. So, siehst du. Ist der Bereich irgendwie gesichert? Wie so eine Tür auf ist, ist ja auch sicher, ne? Und wenn wir hier innen drin was machen wollen, wo keine Zombies rein sollen, machen wir die Tür zu. Okay, das kannst du bleiben. Sicher. So, jetzt gehen wir bei und gucken wir unten, ob wir noch bauen können. Und zwar an dem Bereich außen geht es darum. Hier habe ich noch ein paar Munition, die brauche ich auch noch. Stellen wir da her. Unsere Eisenstachelfalle. Auf Steine. Zwar. Werkbank nicht. Wandtresor, ja, wozu? Zugbrücke, was bauen wir da? Eisen haben wir, Holz haben wir, Schraubenfeder, mechanische Teile. Dann bauen wir eine Zugbrücke. Das wäre das Ding, was ich draußen brauche. Das ist mechanische Teile haben wir. Schrauben waren woanders, habe ich gerade weggelegt. Schrauben. Wie das Ding verrutscht, ne? Wie typisch mit dem was suche hier versteckt super, gell? Was fehlt noch? Die Leute nicht herstellen, was fehlt denn da? Fehlt doch nichts. Holz habe ich genug. Ach, 1000 habe ich. Ich brauche 1000 Eisen. Ja, 100 Eisen. 100 Eisen. Entschuldigung, 100 glaube ich. Tresortür. Das dauert 22 Minuten. Na, immerhin, ne? Gut, dann werden wir unten mal das herrichten. Oder zumindest anfangen mit herrichten. Das heißt, dazu brauchen wir die Teile. Die nehmen wir auch da raus. Muss ich mal gucken, wie ich das herstellen kann. Meine Planblock so ähnlich, ne? Ach da, Steinblock, da machen wir ein paar her und stellen die draußen auf. So, müssen wir eigentlich Zugbrücke haben, ne? Schießpulver. Stell Munition her. Und zwar Hülsen haben wir da. Und ja, das ist ja Quatsch. Machen wir die 1000 öffnen. Gut. Beton. Wir brauchen viel mehr Beton. Das heißt, ich werde demnächst mal wieder in den Keller gehen müssen und dann einfach fleißig Ressourcen abbauen. Gut, gehen wir runter. Ja, hier geht es jetzt runter und dann haben wir hier eine Verteidigungsbasis, ne?
Hier unter, naja gut. Oh. So, was da? Das können wir nicht machen. Das ist die Schwachstelle. Da würden sie uns sofort besuchen. Und hier ist die Schwachstelle. Also hier würden sie durch die Außenwand durchgehen und die Innenwand auch noch gleich nehmen. Das wäre vom Wert von insgesamt 1000 und das wäre eine Einladung pur. Ja gut, mache ich auch noch auf Terra, ist egal. So, gut. Also hier würde ich eine Zugbrücke bauen. Nun bin ich mir nicht ganz sicher und nicht schlüssig, wie breit die gehen wird. Deswegen müssen wir drüben nochmal das entfernen. Unsere Eisenfalle. Wenn die Brücke dann steht, dann können wir da entsprechend aufbauen. Ne? Meine Fackel wegnehmen hier. Wir müssen hier mindestens eine Bahn, also ich will jetzt hier genau zur Tür Freiraum haben, ne? Da ist die Dinger noch rechts mal weg. Das war mal geplant, dass die Zombies uns so eine Art Labyrinth lang gehen müssen und so gebremst werden. Nicht so in aller Ruhe wie im Eingangsbereich, wenn sie gebündelt kommen müssen, erschießen kann. Hat auch so nicht ganz funktioniert, aber gut. Man muss ja mal was anfangen, ne? Reißen wir jetzt ein bisschen weg hier vorne. Mal gucken, dass keine Zombies kommen. Weil ich kann die zwar gut sehen, aber wenn ich Lärm mache, nicht gut hören, ne? Und bevor ich hier die Eisendinger wegnehme, mache ich die Steine hier weg. Also mehr als Bohrer habe ich jetzt auch nicht gefunden, außer einen, ne? Das ist ja Mangelware, ne? Natürlich muss man sagen, okay. So, den einen müssen wir hier mal wegnehmen. Weil das würden wir uns wehtun. Würde ich aus Sicherheitsgründen auch noch wegnehmen, um beim Rausgehen eine gute Sicht zu haben. Man weiß ja nie. Ja, Benzin brauchen wir viel, ne? Gut, soll na fast reichen. Die Brücke braucht ein bisschen länger als ich gut ist. Und da muss ich mal sehen, was hier entsprechend noch ja, mal sehen. Bisschen Platz schaffen. Denn hier muss ja im Prinzip, würde ich hier Steine hinmachen wollen, also mit Pflastersteine. Kriegen wir eine saubere Kante hin hier. So. Dazu nehmen wir hier mal die erste Reihe Leben weg. So.
Das war nicht gut. Wieso fällt die Tür jetzt raus? Das verstehe ich jetzt nicht. Hat die nur unten gehalten? Die Tür fällt raus. Gibt's doch gar nicht. Belohnung keine. Lohn. So, mach ich denn so ein bisschen überhaupt? So. So, dann machen wir mit dem Pflastern hier, ne? So erstmal die reine. Dumme Siegel. Super. Nihai. Oh ja. Tu. Ups. Die soll zu sein. Jetzt Munition sparen, ne? Das machen die Fahrrad schon, ne? Das ist ein guter Test, ne? Eine Tür. Los, wir sind ein bisschen eingesperrt. Dusselige Kuh. Ich wollte schon mehr leer machen. Irgendwo höre ich die. Muss hier vorne irgendwo sein. Nicht zuordnen, wo es herkommt. Meine Hütte ist ein bisschen zu groß, muss ich ehrlich zugeben. Oh,
Oder sind die wahrscheinlich irgendwo nebenan noch drin im Keller oder so? Hier höre ich sie. Dann gehen wir runter, ne? Schauen wir mal den Tod ins Anblick, ne? In das Auge. Oder sind die genau vor der Haustür? Die Tür nehmen sie nicht, aber die leichten Wände in Anführungszeichen. Ja, so ist das, ne? Haben wir Besucher und begegnen Gäste. Da kommt das rein, irgendwie, ne? Das haben sie doch tatsächlich wieder alles kaputt gemacht. Tür haben sie heil gelassen. Ja, ich habe überall Beton gebaut, aber da, wo kein Beton ist, da sind sie gleich glattweg rein, ne? Gut, hier oben wären sie da spätestens dann, wenn ich hier vorne gewesen wäre, die Dinger schießen nur, wenn ich hier bin. Dann wäre das vorbei, dann wären die erledigt, ne? Aber Tür zumachen, so. So, liebe Zuschauer, das soll es vor dir gewesen sein. Ich bin euch, hole euch sofort wieder ab, wenn ich die Brücke fertig habe. Dann seid mal tschüss und ciao. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss.